Ja, gleich weiter im zweiten Teil. Wenn ihr euch darüber Gedanken macht, was ihr studieren möchtet, dann müsst ihr im Prinzip zwei große Unterscheidungen treffen. Die erste wäre mal der Studiengang, weil da gibt es sehr viele in diesem großen Sumpf der IT, ja, Wirtschaftsinformatik, angewandte Informatik, Medieninformatik etc. Und da muss man sich also sehr intensiv mit beschäftigen. Und da würde ich euch einfach empfehlen, dediziert Leute anzusprechen, die diesen Studiengang gemacht haben. Also ich persönlich habe Wirtschaftsinformatik und werde da jetzt auch gleich zu noch näher was sagen. Und dann muss man die Unterscheidung treffen, will man eine duale Hochschule an die Fachhochschule, an die Uni, also nach dem Hochschultyp. Da habe ich auch so meine eigenen, ja, Präferenzen, da komme ich auch gleich noch zu sprechen. Mal kurz die Unterscheidung: duale Hochschule, da ist man auf jeden Fall nach 3 Jahren fertig. Da gibt es keine kürzere oder längere Studienzeit. FH und Uni wiederum, da kommt es darauf an, wie sehr man selber hinterher ist. Oft an der Uni kann man auf jeden Fall sehr lange studieren, wenn man das möchte. Ja. Die Fachhochschule hat ein bisschen, zumindest für mein Verständnis, ein bisschen stärkeren Hang dann doch auch wieder für die Praxisrelevanz in den Betrieben. Auch wenn die Unis da langsam nachkommen. Aber ganz klar, die duale Hochschule, wo man eben abwechselnd im Beruf ist für 3 Monate und dann 3 Monate an der dualen Hochschule wieder, die hat natürlich den stärksten Praxisbezug. Ja. Und da muss man jetzt auch sich selber drüber im Klaren sein, ist für einen, sagen wir mal, ein fünfjähriges Unistudium was, wenn man immer nur über den Büchern sitzt. Das mag für den einen oder anderen das Passende sein, für den anderen wiederum nicht. Ja, das muss man sich also vorher auch im Klaren drüber sein. Sprich, macht euch erstmal Gedanken über den Studiengang und dann macht euch Gedanken über den Hochschulentyp. Ja. So, jetzt zur DH. Ich habe an der dualen Hochschule in Baden-Württemberg in Karlsruhe studiert. Das ging dann, wie schon erwähnt, 3 Jahre. Man kann später dann daran noch anschließen, zum Beispiel an der Uni einen Master draufsetzen, wenn man das möchte. Ich hatte damals noch das Diplom, das war der letzte Jahrgang. Ab jetzt ist eben immer Bachelor das Ergebnis dieser dreijährigen Studienausbildung. Und man wechselt da eben ab zwischen 3 Monate bei deinem Arbeitgeber und 3 Monate an der dualen Hochschule. Ja, das heißt, man hat da, ja, sagen wir mal, einen netten Abwechslungsrhythmus, ja, der einem das Ganze nicht so träge vorkommen lässt. Ja. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass Absolventen einfach zielstrebiger und engagierter sind. Ich möchte es nicht ganz pauschal sagen, sondern einfach nur so, wie ich das so ein bisschen wahrgenommen habe, wenn ich auch auf die Kollegen schaue, wenn ich auf Freunde von der FH und von der Uni schaue, scheinen mir die Abgänger der dualen Hochschule doch immer wieder zielstrebiger und engagierter zu sein. Ja. Ich habe auch so das Gefühl, wenn ich mir so ein paar Führungspositionen jetzt wieder aus dem Bekanntenkreis anschaue, sind da viele von der dualen Hochschule dabei. Ne? Trotzdem, in Großkonzernen kann es durchaus noch so sein, dass eher die Leute von der Uni bevorzugt werden. Ja? Aber wie gesagt, ich habe das in dem ersten Bereich, also in Motivation und Einschränkung gesagt, da kenne ich mich nicht so sehr aus. Mir selber stand es bisher nicht im Weg. Also ich bin sehr angetan von einem dualen Hochschulstudium, auch wenn ich daran einiges auszusetzen habe. Ja, also man kann beispielsweise an der DHBW Karlsruhe mit, sagen wir mal, sehr wenig Entwicklung, also dass man sehr wenig Programmcode selbst geschrieben hat, durch diese 3 Jahre Studium durchkommen. Es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht stärker betriebswirtschaftslastig als informatiklastig. Was ich persönlich nicht gut finde, weil die Betriebswirtschaft kann man, wenn man einen sehr analytischen Herangehensweise hat, was man eben bei der Informatik stark trainiert, dann kann man sich das eher selber beibringen als den Informatikbereich. Und mir scheint auch eher die Tendenz, dass die Abgänger eher in Richtung Betriebswirtschaft, also Controlling jetzt beispielsweise, wir kommen noch im Punkt 3 dazu, was man dann eben für Tätigkeitsfelder ausüben kann. Und mir scheint der Ansatz oder der Anspruch eher der zu sein, dass die Leute in diesen betriebswirtschaftlichen Bereich hingehen können. Es sind nicht so viele Informatiker geworden, wie eben in diesen betriebswirtschaftlichen Zweig abgedriftet sind. Und man muss auch wirklich sagen, dass wenn man es darauf anlegt, auch kaum Kenntnisse über richtige Softwareentwicklung bekommt. Ja?
Zumindest war das, also ich habe von 2005 bis 2008 studiert, das ist ja jetzt auch schon 8 Jahre her, war das damals so. Aber was ich bisher auch so mitbekommen habe, hat sich dann nicht so gravierend was geändert. Ja. An der Uni scheint mir jetzt beispielsweise auch wesentlich modernerer Stoff mit reinzukommen. Ich hatte beispielsweise auch 2007, 2006 noch Lastenhefte und Wasserfallmodelle. Das ist jetzt so im Rahmen von Projektmanagement. Obwohl man damals schon agile Vorgehensmodelle hätte unterrichten können und aus meiner Sicht auch sollen. Ja? Also da scheint mir jetzt beispielsweise die Uni weiter zu sein als die duale Hochschule. Unterm Strich muss man aber dazu sagen, egal ob jetzt DH, Uni, FH, der Ziel von so einer Hochschule ist eigentlich eher so das Mindset ausbilden und den Studenten beizubringen, sich später autodidaktisch selbst weiterzuentwickeln. Also, dass die sich selber dann, also dass sie lernen, selber sich neuen Stoff beizubringen. Ganz klar, je länger man in dem Beruf dann drin ist oder generell, je länger man sich mit so autodidaktisch Sachen beibringt, desto einfacher fällt es einem später, weil man einfach so eine gewisse Basis hat, auf der man aufbauen kann und Erfahrung gemacht hat, was funktioniert nicht. Da ist auch jeder Mensch anders beim selber Lernen. Und das ist auf jeden Fall das Ziel aller drei Hochschultypen. Bei der DHA hat man halt, wie gesagt, den Vorteil, dass man auch gleich noch im Beruf ist und da kriegt man natürlich von den Arbeitskollegen, die schon lange arbeiten, sehr viele praktische Tipps mit. Und es fällt einem einfacher, Theorie sich zu merken und den Nutzen daraus zu sehen, wenn man es wirklich in der Praxis anwendet. Ja? Weil wenn man es immer nur liest, dann hat man so den Nachteil, man kann sich nichts darunter vorstellen. Das heißt, man muss es irgendwie auswendig lernen, was nicht Ziel einer Hochschule ist, ja, das sein sollte aus meiner Sicht, dass man nur auswendig lernt, sondern eher diese Herangehensweise, dieses analytische Vorgehen, diese Zusammenhänge bilden und so weiter. Ja. Und da hat man sicherlich bei der dualen Hochschule, unabhängig jetzt davon, ob das moderne oder nicht moderne Themen sind, kriegt man dann gutes Handwerkzeug geliefert. Ja. Da wird auch viel mit irgendwelchen Projektphasen und Gruppenarbeiten und so weiter gemacht. Wie gesagt, FH Uni kenne ich mich noch weniger aus und da bin ich auch nicht auf dem aktuellen Stand. Sprecht auf jeden Fall mit unterschiedlichen Hochschultypen-Abgängern. Nutzt da die Möglichkeiten, euch beraten zu lassen. Ja? Also da bin ich auf jeden Fall explizit für Beratung. Bei diesen Beratungsstellen für Berufszweige, da habe ich ja im ersten Teil gesagt, dass ich da nicht so ganz glücklich mit bin, was die da sagen. Aber hier sehe ich das auf jeden Fall als Vorteil. Versuche dann mit möglichst vielen zu sprechen. Ich habe das damals, als ich mit dem Abi fertig war, auch gemacht. Bin auf meine Lehrer zugegangen, die auch teilweise Kinder hatten, die jetzt eben unterschiedliche Hochschultypen durchlaufen haben. Und es hat mir sehr viel gebracht. Ja. Schwerpunkte und Neigungen. Ja. Wie schon oben erwähnt, der eine hat kein Problem mit, nachdem er eh schon sehr lange auf der Schule war und Abitur gemacht hat, nochmal 5 Jahre nur Bücher wälzen für die Uni. Da hat er kein Problem mit. Anderen Fällen ist es wesentlich schwerer, die wollen eigentlich eher mal was arbeiten. Und ja, da muss man einfach ein bisschen in sich reinhören, sich selber ein bisschen, ja, man kennt, man weiß ja selber am besten, was einem liegt. Und davon abhängig würde ich das machen, was ich jetzt hier mache. Ja. Und speziell der Studiengang, aus meiner Sicht möglichst interdisziplinär, weil künftig gibt es kein solches. Wie nennt man das, so Linien, dass so der eigene Berufszweig einfach so eine Linie ist, der sich nie mit irgendwelchen anderen Berufszweigen kreuzt. Deswegen würde ich da euch empfehlen, möglichst interdisziplinär herzugehen. Ja. So, und dann im dritten Teil gehen wir dann auf die Tätigkeitsfelder ein, dann auf diese Aussagen, Sicherheit und Gehalt, was da so meine Einstellung jetzt nach 10 Jahren ist. Ich beschäftige mich da sehr viel damit und kann da euch vielleicht ein bisschen Hilfestellung geben, ob das wirklich das ist, was ihr machen solltet. Bis zum nächsten Teil.